schnell die Insel von größeren Gefahren betroffen sein kann, zeigten jüngst die beiden Stürme Christian und Xaver. In solchen Fällen muss man genau wissen, welche Bereiche betroffen sind, wie hoch das Risiko ist, mit was für Schäden man rechnet und wer Hilfe leisten kann. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern aus Politik, Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und DRK hat jetzt eine umfassende Risikoanalyse ausgearbeitet. Hier ist jeder Teil der Insel genau beschrieben und für jeden Ort sollen Risikofragen beantwortet werden können. Neben Sturmflut und Orkan geht es dabei auch um Szenarien wie einen inselweiten Stromausfall oder eine Epidemie. Dieser Plan wurde den Sylter Bürgern am Dienstagabend in einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Heute stellt Designerin Jette Job ihre aktuelle Frühjahr-Sommerkollektion im Modehaus H.B. Jensen vor. Die Fashion-Shows starten jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr. Als besonderes Highlight wird die Designerin die Show um 15 Uhr persönlich moderieren. Jette Jobs ultimatives Must-Have in dieser Saison: Jeans im Used, Washed oder Batik-Trend. Wer Kunst statt Ostertrubel bevorzugt, ist am Ostersonntag im Atelier Klint genau richtig. Peter Klint lädt um 19 Uhr zur Eröffnung seiner Ausstellung Kunstgäste 15 ein. Neben Malerei von Anneliese Blahm aus den Niederlanden gibt es Stickobjekte der Dresdner Künstlerin Susanne Hampe zu sehen. Für musikalische Unterhaltung sorgt der schwedische Songwriter Martin Bengtsson. Außerdem ist die Sylter Newcomer-Band Smear Jambred zu Gast. Die Ausstellung Kunstgäste 15 läuft bis zum 25. Juli und kann nach telefonischer Vereinbarung besichtigt werden.